Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf dem Marsch. Ja, auch zum letzten Getreidefeld. Der eigenen Felder, ob ich nochmal ein Feld kaufen werde. Sieht immer nicht aus. Ja, ich fahre mal hin. Um die Ecke. Und bereiten wir schon alles vor. Damit das näher losgehen kann, sobald der John Deere auf dem anderen Feld fertig ist, ne? Wir können schon mal starten. Das ist kein Problem. Ja. Ich wünsche mal einen schönen Samstag und schönes Wochenende. Ist ja wieder soweit. Und laut Wetterbericht sollen die Wochenenden meist noch schön sein. Außer am Dienstag immer sowieso ein bisschen Unsicherheiten da sein, ne? Also Schlecks Wetterfront, ne? Aber das ist, wie gesagt, das war lange hin. Alles über 3 Tage ist immer so eine Waage. Ja, so vage kann man nicht sagen, dass es so ist, ne? Kommen wir noch nicht durch, ne? So breit. Ist allgemein so eng hier. Die Straße kommt da besser lang. Okay, Verkehr haben wir nicht. Oh, 2 Bäume. Das ist nicht möglich. Da ist auch Platz, Junge, da ist auch Platz. Da passen noch 2 durch. Würde ich nicht. Ja, ausklappen, ne? Da war doch was. Den Kurs muss ich auch noch speichern. Nach der Berechnung. Tag sieht erstmal schlecht aus, aber mal sehen, nächste Ecke ist ja anders, ne? Ah, Bayern. Also wir mal reingucken, wie die aussieht hier oben, das passt eigentlich. Und speichern. Getreide, Ernte 3,5, das ist die Breite. Jo. Ich hab vergessen. 22. Nicht durcheinander kommen. Das sah sehr gut aus. So. So. Okay. Haben wir gespeichert? Jo. Wenn der fertig ist, vielleicht fährt er beide ab, mal sehen. So. Der ist bei und der ist da oben bei und da mal gucken, ob da überhaupt was steht zum. Der ist dann fast fertig. Dann werde ich mal gleich mal gucken. Den Kurs kopieren. Ja, rückwärts, ne? Ja. Wir brauchen noch eine Weile. Der war hoch. Den ich haben wollte, kriegt nicht, ne? Doch, der. Den Kurs muss ich da löschen und dann den nächsten reinhauen, ne?
Ja, dann muss ich überlegen. Wahrscheinlich müssen wir hier kalken, ne? Nö, kalken wollen wir nicht, nur Stickstoff. Das könnte der Kleiner nicht machen, aber wir haben noch aktuell Ballen zu stehen, wenn wir es wegfahren. So eine Rundung geht ja gut hin, ne? So gleich fertig. Aktuell machen wir Gärers auf dem großen Feld 54. Fertig. Löschen. Hinfügen. Ups. So wird das Paar nix. Ja, sind ein paar Ballen da, ne? Aber die holen wir ja irgendwann ab. Damit wir hier noch Gärers ausbringen können, ne? Aber das muss ja nicht, müssen wir nicht wir machen, das macht ja der CB-Fahrer. Cosplay. CB, Cosplay. CP. Stehen lassen, ne? Muss Ertrag sehr gut gewesen sein, dass er halt auf breiten Schacht gelegt hat, ne? Ja, hier mal gucken. Mal schauen, wo der andere aufgeht hat, ne? Und da muss ja komplett das Nachgewände gemacht werden. Anders ist ja ein paar Meter drinne. Muss die Außenansicht nehmen, das gucken können. Ja, da oben ist so was. Nicht löschen. Ups. Muss oben anfangen. Das Blaue, ne? Ja. Und das dauert noch ein bisschen, bis der hier fertig ist. Das ist natürlich eine Geschichte von mehreren Stunden, ne? Aber wir haben erstmal Anfang Juli, von daher ist es nicht ganz so dramatisch, ne? Schlimmer wäre jetzt Ende Juli, da wäre es ärgerlich, weil Wachstum durchkommen würde, ne? Ja, mit dem Strom, ne? Den Kurs kann man löschen. Mal gucken, wo wir sind, ne? Bei der BGH. Die Richtung fahren. Na, bist du denn zappelig nervös? Und ich kann jetzt dafür. Einige Menschen sind so, ist auch nicht weiter schlimm. Ist ja gut, dass alle verschieden sind, ne?
Ja, dann gleich. Oh, morgen ist Montag. Wo ist denn das Wochenende geblieben? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Husch, weg ist es. Aber ich habe mal gut geschafft, von daher. Bin ich zufrieden. 20 Uhr jetzt. Ab und zu stimmt es auch nicht. Was sehen meine Augen? Stau. Beides dick. Ja, der eine hat die Kurve genommen und der andere. Da fahren wir den leer, ne? Der Voll ist eh unterwegs. Aber selten auf sich treffen, ne? Das ist ja meistens dieser blöde Zufall. Ja, ist die Karte so groß, aber da treffen wir sie. Vielleicht wäre das besser gewesen, mein Hof und Abfahrt separat gemacht, ne? Aber hinterher wird immer schlauer. Das ist halt so, ne? Wir schaffen das vorher. Er weiß, wo er lang fährt. Oder bist schon da? Ja, morgen geht es weiter mit ja, Klee wahrscheinlich. Oder wächst Klee noch weiter. Ja. Gut. Doch, könnte man, wenn einer sagen würde, dann wäre das noch hilfreich, weil die Aufnahme dann morgen kommt, Sonntag. Nachdem wir mal einparken, dass er nicht im Weg steht, ne? Ob ich den ein bisschen untergebracht bekomme. Denkt man nicht viel. Befürchtet. Gut. Da sind die Ballen ja auch weg. Da kann man da. Mulchen geht nicht. Keinen zweiten. Aber wir können da Gärste ausbringen, ne? Mit dem kleinen. Draußen die Glocken. Wenn wir hier Feiertage auf dem Plan. Wusste ich nicht. Ich weiß es nicht. Kenn mich da nicht so aus. Oder hat hier oben eine Kapelle einer gestorben? Kann auch sein, ne? Der ist ein bisschen klein für die ganze Arbeit, die wir machen wollen.
Da sind noch Strohballen, ne? Ja. Nicht schlecht. Die nächsten Bäume sind. Das ist ne. Irgendwie sieht es schlau aus. Mau. Ja gut, da hat er noch gesagt, ja, wie lange noch? 54. Und er fährt noch fleißig. Ecke. Ah, hier Bäume. Bleiben in sie an. Innern sich gehen, ne? Das ist besser. Oh, da ist ein Schwung. 3, 4 schon ein Stück. Schafft, ne? Gleich mal Platz schaffen für die Gärreste, dass wir die entsprechend loswerden, ne? Hier kommt der Raps raus. Überall wo Weizen mal kommt Raps. Wahrscheinlich werde ich da wo Trikale ist auch Raps ausbringen. Überlegen wegen, weil ich auch Dings brauche, ne? Für Dinkel und Rocken. Rocken habe ich schon gesagt. Wird dunkel, ach, das ist blöd. Noch keine Gerste ausgesät, noch kein Weiz kommt, der da wo Raps ist. 3 Felder. Gestern noch gar nicht eingeplant. Das ist blöd. Da wo Mais ist, kommt der Sandrum rein. Das ist eigentlich ganz einfach zu merken. Aber Weizen, Raps ist auch zu merken. Und da haben wir die anderen Sorten, die sind noch da, ne? Dinkel. Der Kahle müsste ich nächstes Jahr nicht machen. Glaube ich, brauchen wir nicht. Aber das andere mal schauen. Den müssen wir reparieren, ne? Das sieht ja ganz schön gefährlich aus. Kann dich da anfahren, ne? Den schon mal starten lassen. So, das ist Feld 12, glaube ich, ne? Speichert ja schön. Sonst findet er nicht her. Ach, Meter aber ne.
Und er ist ein Wegpunkt, ne? Denke. Hüfte. Ah, das passt schon. Wie das fruchtbare Geschlecht war der Raps, ne? Ja, mit dem Schaum fruchtbaren Mod. Da drauf bleiben kann, das ist eher unwahrscheinlich. Ich wollte auch noch mehr Stroh holen, ne? Aber wollen wir mal reparieren, ne? Und voll tanken. Vergesse ihn da wieder. Der war ja released. So. Ich glaube, der andere ist irgendwie ein Problem mit der Karte, das haut nicht hin. Der ist fertig. Der war eh klar. 22. Ja. Du bist fertig. Irgendwie war da nicht gepräpiert. Zu weit gefahren. Bremse defekt. Und dann mal gleich auf der 22. Dann geht das nämlich fließend weiter. Warten kann er morgen auch mit Gras. Wenn wir die große wieder mal fertig machen, ne? Mit. Ja, genau. Ball pressen. Das kann ich auch noch nacharbeiten, das ist nicht so ein Problem jetzt. Die Zeit habe ich jetzt noch. Hier ist halt mal gucken wegen rausfahren, das ist ein bisschen blöd, oder gleich starten, mal sehen. Und später, wenn er die. Er kann auch hinterher fahren, ne? Ich selbst kann nicht fahren. Also, dann mach ich kaputt. Er schlitzt was ein, so. Du bist fast fertig.
Auch noch fast, ne? Nacharbeiten, wenn es geht. Ich glaube, die kann dann weggeräumt werden. Aber das ist mir ein bisschen was zu tun. Zumal ja die Anne eh. Um die Ecke ist, ne? Sonst wäre es egal. Gucken, was da zu machen ist. Ja, ein Business auf jeden Fall da. Aber hier ist der Tag ganz gut. Ja, bis auf die Ecken hier, wahrscheinlich auch ein anderer Boden. Ne? Den Kurs muss ich kopieren. Ich meine, gut, habe ich gespeichert, ne? Sind so tragisch. Ja, voll. Ja, scharf, ne? Oh ja, fast 500, ne? Gut. Haben wir's. Den Rest kippen wir ins Lager rein. Doof. Hier ist ja eigentlich eine Marke in den USA, ne? Da gibt es ja die riesigen Felder. Also wirklich große. Und dafür ist auch konstruiert. Oh, schau, das ist schon jetzt zu Ende heute. Und das soll schon heute gewesen sein. Ich sage euch danke, reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.